Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem erneuten Video. Heute reagieren wir mal wieder auf jugendliche Bodybuilder. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Ich würde sagen, wenn ihr einen nächsten Teil haben möchtet, dann lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Zerstört jetzt den Like-Button für den nächsten Teil, damit ich sehe, dass ihr richtig Lust auf dieses Format habt und ich diese Reihe weiterführe. Falls du auch teilnehmen möchtest, dann bewirb dich privat bei mir per Instagram. Send mir ein Foto von deiner aktuellen Form, dein Gewicht, deine Körpergröße, deine Trainingsjahre, die ein oder andere Frage dazu und mit etwas Glück reacte ich auch auf dich im nächsten Video. Jetzt an dieser Stelle seid ihr gefragt. Ich möchte ein Q&A drehen. Deswegen brauche ich eure Fragen. Vollkommen egal, was für Fragen, auch Fragen, die persönlich an mich gehen, nicht nur rund um Fitness, all das, was euch schon immer interessiert hat, alles in die Kommentare damit, damit ich halt ein Q&A für euch machen kann, habe ich richtig Lust drauf, damit ihr auch einfach mal mehr über mich erfahrt. So Leute, genug geredet, wir starten jetzt mit dem eigentlichen Video. So beginnen wir mit der ersten Person, auf jeden Fall eine ordentliche Transformation hier, von skinny zu massiv. Er schreibt, er ist 17 Jahre alt, wiegt 70 Kilo und trainiert seit 2 Jahren. So weiter geht's mit der nächsten Person, er schreibt, er ist 17, er geht seit 1,5 Jahre ins Gym, bin 1,84 Meter groß und wiege momentan 92 Kilo. Bald kommt eine Diät. Schauen wir uns die Fotos dazu an. Auf jeden Fall ordentliche Muskulatur schon aufgebaut. An der Stelle muss ich einen kleinen Tipp mal raushauen. Viele Leute, sie schreiben, ja, ich trainiere jetzt seit einem Jahr und möchte eine Diät starten. Aber worauf ich hinaus möchte, dass ihr erstmal mindestens 2 bis 3 Jahre Lean aufbaut, wenn ihr Anfänger seid, besonders wenn ihr 15 erst seid oder 14, dann baut erstmal die nächsten 2 bis 3 Jahre auf. In so einem jungen Alter eine Diät zu machen, finde ich, macht keinen Sinn. Ich habe den Fehler damals gemacht, weil ich mir dann nicht mehr gefallen habe, weil die Massephase einfach zu steil ging. Ich meine, wenn ihr übergewichtig seid, dann müsst ihr natürlich erstmal versuchen, euer Fett abzubauen. Aber besonders, wenn ihr noch jung seid und noch nicht so lange trainiert, lasst die Finger von einer Diät weg. Versucht nicht zu fett zu werden, das heißt im Lean Bulk Style vernünftig aufbauen, bis ihr irgendwann sagt, nach 2 bis 3 Jahren, komm, ich hau eine kleine Diät rein von 6 bis 8 Wochen für den Sommer, für irgendwie ein Fotoshooting. Hier haben wir jetzt eine Person, der schreibt, er hat 1 Jahr Calisthenic gemacht und ist 17 Jahre alt, wiegt 93 Kilo und geht seit 1 Jahr und 4 Monate ins Fitnessstudio. Schauen wir uns die Pics mal dazu an. Auf jeden Fall, was ich sagen muss, du hast eine ordentliche Form, du bist relativ lean. Zu jeder Geschichte hier möchte ich irgendwie kurz was sagen, weil ich da auch viele Sachen habe, die ich so gehört habe und ich kann dazu auch meine eigenen Erfahrungswerte abgeben. Schaut mal her, wenn ihr euch vornehmt, einen Sport zu machen, es sei Fußball, es sei Bodybuilding, keine Ahnung, aber ich empfehle jedem wirklich ein fixiertes Ziel zu haben und nicht überall in 1000 verschiedenen Reihen zu tanzen. Wisst ihr, wie ich meine? Es gibt Leute, die machen Fitness, die machen Fußball, Kampfsport, aber sie können niemals das Potenzial ausschöpfen, was sie eigentlich hätten in einer Sportart. Deswegen fixiert euch auf eine Sache und holt da 100% raus. So Freunde, weiter geht's hier mit der nächsten Person. Er schreibt, er ist eher so der Kraft-3-Kämpfer, also ein Powerlifter. Ich finde solche Leute echt auch beeindruckend, sage ich mal so. Hallo, ich habe deine Videos gesehen über Reactions auf Jugendliche. Ich denke, mit 19 könnte ich noch reinpassen. Natürlich, ich bin selber am 5.4.19 geworden. Er ist 1,77 Meter groß, wiegt 88 Kilo. Er schreibt, er hat vor seinem Aufbau 1,5 Jahre Leichtathletik gemacht. Er ist viel gelaufen und aus dem Grund hat er viel definiert, weil er viel Fett verbrannt hat. Und Kalorien natürlich. Er schreibt, auf diesem Bild hat er 58 Kilo, Körperfettanteil war unter 10%. Schauen wir uns das mal an. Ist auf jeden Fall ordentlich definiert. Natürlich nicht besonders Muskulatur hier am Start. Dann hat er mir ein Foto geschickt, jetzt aktuelle Form, die fast 20 bis 30 Kilo oder was du jetzt zugenommen hast, ist auf jeden Fall sichtbar, sag ich mal so. So Leute, er hat mir ein Video geschickt, wie er 170 Kilo Kreuzheben macht. Das schauen wir uns jetzt einfach mal zusammen an. Was mir auf jeden Fall auffällt, du kämpfst schon mal, du bist mit Herz dabei, das gefällt mir sehr. Maximalwiederholungen, die können nicht 100% korrekt sein und 100% sauber ausgeführt werden. Deswegen ist die Form vollkommen legitim. So Freunde, weiter geht's hier mit der nächsten Person. Der schreibt, ich weiß jetzt nicht, wie ich mich richtig bewerben soll. Ich fange einfach mal an. Leute, er hat sich jetzt echt Mühe gegeben und einen kleinen Text dazu geschrieben. Mir ist es wichtig, dass ihr, wenn ihr euch bewerbt, dass ihr euch hinsetzt und euch ein bisschen Mühe gibt, um auch mal optimal alles zusammenzufassen, was ihr für Erfahrungen habt, was eure Fragen sind vielleicht, was eure Story ist. Darauf achte ich auch, dass ich dann solche Leute mit ins Video reinnehme. Ihr draußen profitiert davon ja auch. Er schreibt, ich heiße Paul, ich bin 16 Jahre alt, 1,80 Meter groß und ich habe mit dem Sport angefangen, weil ich, um ehrlich zu sein, Mädchen beeindrucken wollte und zunehmen wollte. Ich habe aber einen sehr schnellen
seinem Stoffwechsel, aber die Resultate lassen sich sehen und sie geben ihm Motivation. Er hat 2 Jahre lang zu Hause trainiert mit dem eigenen Körpergewicht und ist seit kurzem erst im Gym angemeldet. Was ich dazu sagen muss, kommen wir jetzt mal zu dem Punkt zurück, warum du angefangen hast. Eigentlich jeder hat damals angefangen, weil er einfach zunehmen wollte, breit aussehen wollte, Respekt sich verschaffen wollte und das ein oder andere Mädchen beeindrucken wollte, sag ich mal so. Das mit diesem schnellen Stoffwechsel, der Hartgener-Typ, so nennt man den Typen auch, der einfach nicht schnell zunimmt. Ich hatte damals auch einen Freund, der war so unterwegs, der hat sich alles reingezogen. Nüsse, Pizza, der kam auf 4000 Kalorien am Tag, war dazu noch beim Sport und war noch arbeiten. Aber er hat einfach so viel verbrannt, dass diese 4000 Kalorien immer noch zu wenig waren, um zuzunehmen. Was ich dazu sagen muss, ich kriege so viele Fragen. Ich nehme nicht zu, hast du Tipps? Mein einziger Tipp, der ist, ihr müsst einfach mehr essen, als ihr verbraucht. Was anderes kann ich euch auch nicht mit auf den Weg geben. Ich kann euch vielleicht noch ein paar Tipps dazu geben, wie ihr schneller eure Kalorien reinbekommt. Ich meine, mit dem eigenen Körpergewicht kann man viel erreichen, aber nicht das, was man sich vorstellt, unter große Muskelberge ordentlich Muskulatur aufzubauen. Was man mit diesem Calisthenic erreichen kann, mit seinem eigenen Körpergewicht, einen schön definierten, austrainierten Körper, aber so die Masse kann man damit meiner Meinung nach nicht aufbauen. Was mir auffällt, du bist, wie gesagt, schon der Hartgener-Typ, Sixpack schon am Start hier. Ich denke, auch ohne Training hattest du schon Sixpack. Der Rücken ist auf jeden Fall auch schön definiert hier. Was dir fehlt, ist die Masse, klipp und klar. Und das ist ja dein Ziel, das du aufbauen möchtest. Er betreibt nebenbei noch Leichtathletik. Ja, da ist wieder das Ding. Dabei verbrennt er auch Unmengen an Kalorien, weil das eher so ein Ausdauersport ist. Natürlich auch ein Kraftsport. Ich weiß nicht, was für Disziplin er da alles macht, aber verbrennt auf jeden Fall ordentlich an Kalorien, die er auf jeden Fall benötigt, um zuzunehmen. Deswegen würde ich dir raten, entweder du fixierst dich auf Bodybuilding, Fitness, um Muskeln halt aufzubauen, oder du willst halt in dieser Sache Leichtathletik besser werden. Du kannst natürlich beides kombinieren, auf Fußballer gehen ins Fitness. Aber habt ihr schon mal einen breiten Fußballer gesehen, der irgendwie große Muskelberge hat? Nein, weil er ein anderes Ziel hat, einen anderen Fokus. So, jetzt kommen wir zu der Sache, die im Titel steht. 17-Jähriger baut 20 Kilo Muskeln in einem Jahr auf. Und da fragt man sich, kann das denn auch so mit rechten Dingen zugehen? Ein Zuschauer hat mich auf die Idee gebracht, dass ich einfach mal auf diesen Bursche reagieren soll. Das ganze Video ist hier von Johannes Lukas. Er hat in seinem Video einen 17-Jährigen gehabt, der einfach angeblich 20 Kilo Muskeln aufgebaut hat. Das ganze Video habe ich jetzt noch nicht gesehen. Das werde ich mir jetzt einfach mal mit euch zusammen reinziehen und meinen Senf dazu abgeben, Freunde. Damit wir hier keine rechtlichen Probleme oder so bekommen, weil ich das Video jetzt hier einblende, schreibe ich einfach die Quelle mal dort zu. Fangen wir an mit dem Video. Wie alt bist du? 17. Auf jeden Fall heftiger Anfang hier am Start. Wie alt bist du? 17. Er wird uns heute zeigen, wie er diesen massiven Körper aufgebaut hat. Ich sehe schon mal, er ist Arnold-Fan hier an der Stelle. Und was ich dazu sagen muss, hier dieser Johannes, der ist auf jeden Fall sympathisch. Er will uns zeigen, wie er diesen massiven Körper aufgebaut hat. In diesem Video, Freunde. Und die Tipps mache ich hier in meinem Supersatz mit Klimmzügen. Hoppa! Lass mich jetzt hier nicht lügen. Arnold hat doch damals auch antagonistisch trainiert. Ist auf jeden Fall sein Vorbild schon mal, denke ich jetzt mal, allein wegen dem Tanktop. Ah, Leute, hier an der Stelle, hört zu. Wie viel hast du im ersten Jahr zugenommen? Circa 20 Kilo, also ich habe bei 70 Kilo Körpergewicht begonnen, dann hoch auf 90. Er sagt, er hat im ersten Jahr circa 20 Kilo zugenommen. An sich machbar. Er hat bei 70 Kilo begonnen. Ich habe damals auch mit 55 Kilo begonnen und ich habe auch im ersten Jahr knapp 75 Kilo erreicht. Aber ich sah nicht so aus. Aber ich habe sehr viel Fett zugenommen, das muss ich dazu sagen. Fettfrei oder Specky? Schon ziemlich fettfrei, ja. Hammer! Er sagt, er hat es ziemlich fettfrei zugenommen. Wie schwer bist du denn? Jetzt wiege ich 99 Kilo. Bei welcher Körpergröße? 1,89 bin ich jetzt. 1 cm größer als ich. Bisschen leichter. Unwesentlich. Er sagt, er wiegt 99 Kilo momentan auf 1,89 Meter. Wie dick ist denn eigentlich der Arm? Jetzt ist er ungefähr 44 cm. Also der Paul macht es im Prinzip richtig. Er verteilt im Prinzip jedes Volumen auf die jeweiligen Schwächen. Also alles, was dir nicht gefällt, wo du noch mehr Fleisch haben willst, machst du einfach noch mehr Übungen und mehr Sätze darum. Genau. An der Stelle muss ich mal kurz was sagen. Er sagt, wo er Schwächen hat, macht er mehr Volumen, um einfach mehr Fleisch drauf zu packen. Ich meine, viele Leute denken, ja, die haben jetzt kleine Arme und müssen einfach noch mehr machen, als sie normalerweise machen. Aber
teilweise ist es nicht ganz so. Man kann auch zu viel machen. Die meisten Leute, die machen zu viel. Leute, nochmal mein abschließendes Wort hier zu diesem Burschen. Viele Leute fragen sich jetzt natürlich, ist das natural, ist es möglich? Ich meine, er hat eine super Form. Wir haben uns die Form ja jetzt zusammen mal reingezogen. Er sieht echt richtig gut aus. Ist auf jeden Fall eine ordentliche Leistung. Aber was ich dazu sagen muss, es gibt Ausnahmetalente. Die sind einfach Mutanten, Leute. Denkt nicht direkt, dass sie irgendwie ballern, also irgendwie stoffen oder so. Natürlich kann es der Fall sein. Natürlich kann das sein, immer. Man guckt den Leuten ja nicht in den Kopf, sondern nur vor den Kopf. Jeder weiß nur selber, was er tut. Aber ich meine, es gibt echt diese Ausnahmen, die einfach von Natur aus schon richtig brachial aussehen, auch ohne Training. Und wenn sie dann anfangen, richtig zu trainieren, gehen sie einfach nur auseinander. Entweder ist es jetzt hier Naturtalent und eine Ausnahmeerscheinung oder er ballert halt. Er hat in keinem Video irgendwie erwähnt, dass er natural oder so ist. Ich gehe davon jetzt mal aus. Es gibt auch viele Leute im Internet, auf Social Media, die einfach Leute vor die Kamera holen und die dann sagen, ja, unter meinem Coaching ist er so breit und so krass geworden. Aber es ist einfach teilweise oftmals gefaked. Und dann nehmen sie vielleicht illegale Substanzen, um irgendein Produkt zu verticken. Und die ganzen Transformationen sind auch oftmals schon gefälscht gewesen, um einfach Geld zu machen, Leute. Und solche Leute kann ich nicht ab. Ich unterstelle hier gar keinem was, ne, Leute, das jetzt hier auch nicht mit dieser Geschichte. Aber es gibt im Netz echt viele Leute, wo ihr aufpassen müsst. Glaubt nicht alles, das was ihr immer seht. Ich bin der Typ, ich gehe ehrlich hin und sage, das ist meine Transformation. Die ist natural, die habe ich erreicht in so einer Zeit, die überschaubar ist. Die jetzt nicht in so einer kurzen Zeit war und so krasse Ergebnisse erzielt hat. Weil ich möchte jedem Jugendlichen vermitteln, dass nichts von heute auf morgen geht. Lasst euch nicht blenden, Mann. Und Leute, an dieser Stelle möchte ich dieses Video auch beenden. Wenn euch dieser Part gefallen hat, Daumen nach oben für den nächsten. Wie gesagt, 2 Daumen am besten nach oben. Zerstört den Like-Button für das Q&A. Alles, was ihr wissen möchtet, die kompletten Fragen in die Kommentare, auch Fragen jetzt hier zu diesem Video. Bombt die Kommentare einfach voll. Lasst uns zusammen diesen Kanal als Army zusammen nach oben pushen. Lasst uns den ganzen Leuten zeigen, wie es läuft. Der Fitness-Lifestyle, der ist gut. Verbreitet die Videos, verbreitet den Lifestyle. Wenn ihr neu seid, müsst ihr diesen Kanal unbedingt abonnieren, damit ihr keiner der weiteren Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal, Leute.